Herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Und das ist ein sehr spontanes Video. Ich hatte nämlich heute Morgen eine Sprachnachricht von einem jungen Mann, würde ich sagen, Verhältnis zu mir, den ich vor 2 Jahren ausgebildet habe in Hypnose. Und er hatte noch mal einige Fragen. Und da ist mir noch mal was Wichtiges aufgefallen. Und zwar, er sagte, was mache ich denn, wenn wirklich sehr, sehr starke emotionale Erlebnisse aufgetreten sind, also Erlebnisse, die sehr einschneidend waren für meinen Coachee und wie gehe ich damit um, wie begleite ich das Ganze, ja? Und das fand ich eigentlich nochmal sehr, sehr spannend als Grundhaltung. Und ich dachte, das kann dir vielleicht auch helfen, wenn du im Kontakt mit deiner Vergangenheit bist und Dinge für dich innerlich aufarbeitest oder aufarbeiten willst. Dann ist es ganz oft so, dass wir Angst haben vor den Emotionen, die denn dann kommen. Ja, wir haben Angst davor, uns diesen Situationen auf irgendeine Art und Weise nochmal zu stellen und sie nochmal zu verarbeiten, weil wir sagen, oh Gott, ich bin so froh, dass es vorbei ist. Am liebsten will ich da gar nicht mehr drüber nachdenken. Mach dir bewusst, dass in deinem Unbewussten die ganze Zeit diese Situationen noch arbeiten und irgendwie auch zum Ausdruck kommen. Das heißt, nur weil du auf der bewussten Ebene nicht dran denkst, heißt es nicht, dass aus der unbewussten Ebene diese Erlebnisse noch wirken. Das ist Punkt Nummer 1. Mach dir das bewusst. Punkt Nummer 2. Alles ist vorbei, was du da erinnerst. Ja, das Ganze existiert nur noch in deinem Kopf. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sei es jetzt egal, ob du mit Menschen arbeitest, aber auch, ob du mit dir arbeitest, selbst über Selbsthypnose oder innere Arbeit, wie auch immer das tut, wie auch immer du das tust, ja. All das, was da passiert ist, ist heute gar nicht mehr da. Das heißt, du sitzt jetzt da vor YouTube, vor deinem Computer und alles ist gut. Du hast alles überlebt. Was aber in deinem Gehirn passiert, das kannst du dir ungefähr so vorstellen. Du sitzt in einem Horrorfilm, ja, und auf der Leinwand läuft der Film. Und irgendwie hat das Ganze einen Sprung. Es ist auf Endlosschleife, Endlosschleife, Endlosschleife. Immer wieder diese Szene, immer wieder diese Szene aus diesem Horrorfilm. Und dein Gehirn hat nicht geschnallt, dass das ein Kinofilm ist und dass du aufstehen könntest, aus dem Kino rausgehen könntest und dir was anderes angucken könntest. Ja, oder den Film zu Ende laufen lassen und dann das Ganze zu beenden, in der Vergangenheit zu lassen und im Hier und Jetzt Frieden zu schließen. Was ganz, ganz häufig kommt, sind dann so unbewusste Ängste wie, oh, muss ich da mich unbedingt dran erinnern? Ganz oft erlebe ich das in den Coachings, die ich mache, dass symbolisch das Gehirn irgendwas findet. Ja? Symbolisch heißt zum Beispiel irgendein Halt, der dich festhält. Ja? Oder irgendwie eine dunkle Wolke, die da ist, mit der man arbeiten kann. Oder ich habe sowas wie so eine Blockade, wie eine Mauer hier. Und die ist symbolisch da. Und man kann auch symbolisch mit diesen Dingen arbeiten. Und ganz oft ist es dann so, dass gar nicht unbedingt die einzelnen Szenen kommen. Wenn sie kommen, immer wieder, du gehst nicht in diese Situation hinein, du erlebst sie nicht als du selbst nochmal neu, sondern du schaust von außen drauf und machst eigentlich einen neuen Film draus. Ja? Und das ist eigentlich das Kraftvolle, weil dieser Film existiert ja nur noch in deinem Kopf. Wenn du den Film wechselst, ja, wenn du den Film veränderst, wenn der Film eine neue Bedeutung, eine neue Bewertung bekommt, einen neuen Ablauf wirklich sogar bekommt zum Teil, dann hast du eine andere Emotion zu dem Film. Und wenn du dann an diese Vergangenheit denkst, dann weißt du, dass diese Ereignisse da waren, aber du fühlst nicht mehr diesen Schmerz, du fühlst nicht mehr diese Verletzung und du fühlst dich im Hier und Jetzt frei. Du fühlst dich frei, wieder neue Entscheidung zu treffen, und zwar die Entscheidung, die du heute treffen möchtest, mit aus den Emotionen, die dir gut tun. Ja, und ich will jetzt nicht sagen, Emotionen tun uns gut oder nicht gut, aber wenn wir natürlich die ganze Zeit künstlich, wie in so einem Horrorfilm, unser Leben zum Horrorfilm machen, obwohl wir eigentlich, weiß ich nicht, in der Komödie sitzen oder eigentlich in der Love Story sitzen oder so, dann, weiß ich nicht, ist das nicht das Leben, was ich wählen würde. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja. Und wenn du
da Unterstützung haben willst, melde dich einfach bei mir. Demnächst gibt es einen Selbstliebe-Online-Kurs. Kannst du einfach mal auf meiner Homepage dich im Newsletter registrieren lassen. Da kriegst du die Info. Vielleicht, wenn du dieses Video schaust, ist er mittlerweile auch raus. Guck du einfach mal nach. Da zeige ich ganz viele Techniken in der Selbsthypnose, wie du Themen aufarbeiten kannst, sei es vom inneren Kritiker, sei es von dem Thema Perfektionismus, sei es dein inneres Kind zu heilen, Gefühle wahrzunehmen, Gedanken besser wahrzunehmen, zu merken, du bist der Besitzer deiner Gefühle, du bist der Creator deiner Gedanken und du kannst entscheiden, welche Gedanken glaube ich und welche Gedanken glaube ich nicht. Und da gibt es eine riesen Bandbreite, die du da machen kannst. Und ja, ich hoffe, ich konnte dich motivieren, deine inneren Themen dir nochmal anzugucken, falls du ein bisschen Sorge hattest, wer weiß, was dann da hochkommt. Ich kann dir nur sagen, aus eigener Erfahrung, dass es sich lohnt, die eigenen Themen aufzuarbeiten, aus Kinofilmen auszusteigen, die in Endlosschleife laufen, die dir keine angenehmen Gefühle machen und eine neue Wahl zu treffen, wie du dein Leben leben willst. Denn du hast es verdient, ein glückliches und zufriedenes Leben zu leben und der Schlüssel für dieses Leben liegt in dir. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du mir einen Kommentar hier lässt oder ein Like und wenn ich dich unterstützen konnte. Tschüss, deine Simone.